Welcome back to another German food review, and it's IKEA time. Yeah, IKEA has also a restaurant inside. Let's take a look inside this bag. Yeah, it's not supposed to be eaten outside. You should eat it in the restaurant, but yeah, I can't film there. So let's take a look. Yeah, that's a drink. And it's cola. What else is in here? Ta-da! Look at this. And, oh, a plastic fork. Okay, nice. But there's more. Yeah, look at this. A messy hot dog. And another messy hot dog. Okay, oh, that was tight. Let's get rid of this bag here. So, now let's take a closer look. Okay, one hot dog, yeah, bun and sausage. You buy the bun and the sausage, and you pay €1. And if you buy a drink and a hot dog, you pay €1.50 here, hot dog and soft drink. And for this year, yeah, that's a very hard word, at least in Germany. Every German would say Köttbullar. But yeah, are you from Sweden? That's not right, yeah. Köttbullar or so, I don't know how to pronounce this. But yeah, if you are from Sweden, please let me know. And it's chicken. Geflügel means chicken. And it's 80 cents. So one hot dog, €1. One hot dog and a drink, €1.50. And Köttbull, whatever that is, 80 cents. Then you get a sausage, yeah, here, oh no, that's really messy. Let's put this back. Then you get a sausage and this hot dog bun, and then you put stuff on it, yeah. And there's a couple of things you can choose, yeah, not very much. Gherkins, as you can see here, gherkin, and roasted onion, that's it, basically. And so sauce, three types of sauce. That's why I bought two hot dogs. Yeah, this one is let me sniff it. Yeah, that's mustard and ketchup. And then they have also, oh, look at this messy thing here. No, it looks actually good. They call it snack dressing. I don't know. Let me taste this. Yeah, that's snack dressing. I like the snack dressing, but I don't know what it is. Yeah, it's sour, maybe sour mayonnaise or so, I don't know. And then you get this empty cup. Of course, this one isn't empty. And then you can drink as much as you can. Yeah, as you like. You can fill this cup up again and again. And it's cola. They don't say a name, they just say cola, but it tastes good. I think it's Cola Zero. Not Coca-Cola Zero, but it's sugar-reduced cola. Very sweet cola taste. Yeah, it's good. I like this. Okay. I'm very thirsty. It's very warm. Let's check out this hot dog here. Okay. Yeah. Roasted onion, ketchup, mustard, sausage, bun, and gherkins. Yeah, and then you just bite in it. Would you eat this hot dog? Huh? Doesn't look like a hot dog, a good hot dog anymore, but yeah. Let me bite in it. Okay, they don't say this here, but it is chicken sausage. Yeah. Yummy. Yeah, this tastes good. Yeah, it's just mustard and ketchup. Let me try this one here.
I like this sauce. Yeah, do you know the sauce? Look at it. Mm. That's the same gherkins here. Snack dressing, ketchup, roasted onions, sausage, chicken sausage, and the hot dog bun. And I will bite in it now. Oh, very messy. Mm. I need the paper. Sorry. Okay. Yeah. I prefer this one. I like the snack dressing. It's a little bit sour, mayonnaise-ish. Mm, yeah, that's good. Better than just mustard and ketchup. Okay. The last one is this here. Chutbola. I don't know. I have no idea. Just 80 cents with this plastic fork. No sauce. Yeah. Do you eat this without sauce? Is this correct? I don't know. If you are from Sweden, let me know. And I will bite in it. Yeah, it's good. And it's also chicken. There should be 8 of these balls, meatballs, chicken balls, whatever you call this. But there are more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 8. No. You can't snack this. Do you know this? Mm. Okay. Rating. Thumbs up. Yeah, you can eat this. And it's just €3.30. That's good. Yeah, thanks for watching. I will continue in German. So, it gibt's hier Ikea. Wo ist die Tüte? Ikea. Ja, kennt ihr vielleicht, unten gibt's immer so ein Restaurant drin. Und da kann man sich alles möglich kaufen. Und ich habe jetzt hier einfach mal 2 Hotdogs genommen und Geflügel. Ja, jeder würde sagen Köttbullar, aber es wird irgendwie anders ausgesprochen. Chötbo, noch irgendwas. Ja, wenn ihr wisst, wie das richtig ausgesprochen wird, sagt mal Bescheid. Und ein Softdrink. Ja, ein Softdrink und ein Hotdog zusammen kosten 1,50. Dann bekommt man hier einen leeren Becher und kann den immer wieder nachfüllen. Ja, in diesem Fall habe ich einfach mal Cola gewählt. Ich glaube, es ist sogar Zero Cola. Aber schmeckt gut. Da steht nicht dran, was es für eine Cola ist. Da steht einfach nur Cola. Dann ein Hotdog einzeln kostet 1 €. Ja, und man bekommt... mal gucken, ob man das hier sehen kann. Diese Wurst und dieses Brötchen ohne irgendwas drin. Und den Rest legt ihr euch dann selber rauf. Da könnt ihr dazwischen etwas wählen. Nicht viel. Gurken, Gewürzgurken und geröstete Zwiebeln. Und Soße natürlich. Deshalb habe ich auch 2 gekauft. Ja, das sieht dann natürlich jetzt hier nicht mehr so schön aus. Wenn ihr das direkt am Restaurant macht, dann sieht das natürlich ein bisschen schicker aus. Aber ich bin damit ein bisschen rumgelaufen. Ja, als Soße könnt ihr wählen. Gucken wir uns erstmal diesen Haufen hier an. Ketchup und Senf. Ja, Standard halt. Und dann gibt es noch Snack Dressing. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall sieht so aus, dieses Gelbliche hier. Schmeckt säuerlich. Gefällt mir. Wenn ich dort einen Hotdog esse, esse ich immer mit Snack Dressing. Ja, säuerlich, schmeckt wie Mayonnaise ein bisschen. Ja, es gefällt mir, schön cremig. Ja, und das war's eigentlich. Gucken wir uns mal einen Hotdog hier ein bisschen näher an. Oh, so. Packt ihr dann raus, so viel ihr könnt, wollt, was auch immer. Ja. Und dann beißt ihr einfach rein. Mmh. Wow. Das ist ein sehr guter Snack, finde ich. Schnell zu essen. Ein bisschen schwierig zu essen, sauber zu essen. Aber es schmeckt einfach.
Geflügelwurst ist das. Ja, das Brötchen ist ganz gut und hat bloß 1 €. Jetzt beiße ich hier noch mal rein mit Snackdressing. Würde ich aber gerne auch reinbeißen. Natürlich nicht in diesen, sondern in einen frischen. Mmh. Yummy, yummy, yummy. Okay. Mmh. Das gefällt mir besser. Ja, trinken könnt ihr auch zwischen verschiedenen Sachen wählen, Wasser und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und ihr könnt nachfüllen, so oft ihr wollt. Okay, dann bleibt noch das Letzte, das hier. Ganz unten. Geflügel, ja, und dann kommen wir zum Wort. Jeder Deutsche würde sagen Köttbullar, wurde aber nicht so ausgesprochen. Und was mit Chött. Aber 80 Cent kostet den Fall. Ja, wisst ihr, wie das ausgesprochen wird, dann sagt mal Bescheid. So sieht's aus. Dann bekommt man hier diese schöne Plastikgabel dazu, ja. Und dann werde ich mal reinbeißen. So sieht's innen aus. Aber schmeckt ganz gut. Ja, nicht stückig oder so. Ganz weich. Ja, wie eine Geflügelbulette halt. Warm, ist noch warm sogar, cool. 8 Stück, 80 Cent. Ja, keine Soße. Ich weiß nicht genau, isst man es immer ohne Soße? Geht ja, aber macht man es so? Weiß nicht. Ein bisschen Mayonnaise würde dazu passen. Alles klar. Lass mich noch mal kurz was trinken. Jetzt könntet ihr nachfüllen. Aber Ikea ist ein bisschen weit weg. Okay, als Rating bekommt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ja. Alles zusammen, für 3,30 Euro. Wo ist es hier? Ist schon okay. Ja. Man könnte einen Hotdog weniger nehmen, dann sind es nur 2,30 Euro. Ja, und dafür ist es doch ein ganz gutes Mal. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.